Das macht Spaß. Das ist aber auch ein knallharter Wettkampf. Manchmal bin ich total aufgeregt. Dabei ist es nur ein Spiel. Und das Spiel heißt Schach. Und er beherrscht dieses Spiel wie kaum ein anderer seines Alters. Denn Kuschro Hatgi aus Frankfurt ist gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre alt. In dieser Altersklasse wurde er bereits Bezirks- und Hessenmeister. Und auch in der bundesweiten Rangliste ist er nach ganz oben geklettert. Schach ist für mich spannend, weil zum Beispiel, wenn mein Gegner Probleme hat, nachzudenken und ich einen ganzen Plan habe, wie ich gewinnen soll, dann mag ich das. Dann will ich gewinnen. Eine Faszination, die vom ersten Schachzug an da war. Damals, vor gerade mal 2,5 Jahren, zusammen mit seinem Vater. Das war noch zu Corona-Zeiten. Nach ein paar Monaten oder so hat er mich erstmal besiegt. Und seitdem, er hat sich jetzt so stark entwickelt und ist ein starker Spieler jetzt mal. Wenn ich mit ihm heute spiele, dann bin ich in 2 Minuten schon mal raus. Deshalb misst er sich mit Spielern, die seinem Leistungsniveau entsprechen. Beim TuS Maccabi Frankfurt, wo seit Jahrzehnten eine herausragende Jugendarbeit geleistet wird. Wenn man König G7 spielt, dann Dame A6 und dann König G8 um 1. Wir haben letzte Zeit sehr viel zu laufen, insbesondere bei den Kindern. Seit 1,5 Jahren bekomme ich fast jede Woche eine Anfrage zum Probetraining und das freut uns sehr. Etwa 30% mehr Kinder und Jugendliche. Und immer mittwochs trainieren die Besten zusammen mit Kusch. Der spielt gerne mit mir Schach, der macht auch gerne Quatsch, ich auch. Ich finde ihn sehr nett und lustig. Und wenn ich gegen ihn spielen würde, würde ich bestimmt viele komplizierte Sachen lernen. Er spielt sehr schnell und auch sehr aggressiv gegen einen. Und wenn man einmal nicht aufpasst, hast du sofort die Stellung verloren. Und weil Kusch mit seinen 1,23 Meter schon einer der Größten ist, wird er natürlich auch interviewt. Hier von einem äußerst talentierten Nachwuchsreporter. Wie kannst du so jung, so gut Schach spielen? Weil ich schnell angefangen habe, in 5 Jahren, und sehr gut trainiere zu Hause. Wie lang trainierst du pro Woche? 4-mal trainiere ich mit meinen Lehrern pro Woche und jeden Tag trainiere ich so auf Schach-Apps. Sein Vereinstrainer ist Wladimir Gurewitsch, ein Großmeister. Diesen Titel bekommen nur die besten Schachprofis verliehen. Er hat eine gute Motivation, er liebt Schach und er hat ein gutes Geduld, was besonders wichtig für Schach ist. Kurios, dass Kusch und auch Roman in der ersten Mannschaft spielen. Das heißt zusammen mit Erwachsenen, wobei der Älteste über 70 ist. Auf einem Niveau, auf dem dieser Sport knallhart sein kann. Die Kinder spielen stundenlang gegeneinander, sind keine Mannschaftskameraden, die unterstützen.